Was ist denn los, Matzenbach? Bist du krank? Mir geht's beschissen. Ja, dein Normalzustand, aber doch kein Grund, nicht zu trinken. Ich werde mich mal ein paar Tage ins Bett packen. Ins Bett? Das hat's ja noch nie gegeben. Na doch, 1950. Da habe ich schon mal eine Krippe gehabt. Du hast heute Mittag gar nicht richtig gegessen. Aber noch richtig getrunken. Sag mal, hast du Fieber? Natürlich, du hast Fieber. Du gehörst zum Arzt. Das wäre das Ende. Also, Otto, red kein Blech. Wir bringen dich jetzt ins Bett und Dr. Füting soll nach dir sehen. Was der mir verschreibt, das kann ich mir denken. Pille und Tee. Da werde ich erst richtig krank. Ausgerechnet jetzt. Wieso? Die Kirmes in Wittlich. Ich dachte, Matzenbach hilft uns. Michelle? Ja? Was ist denn hier los? Eiweihungsfeier. Aber ich fürchte, die Fasane sind trocken. Warum kommt ihr denn nicht? Wir müssen erst noch Matzenbach ins Bett bringen. Der ist krank. Die Krankheit kenne ich. Hat Ludwig auch öfter. Nein, er ist wirklich krank. Grippe und Fieber. Passt wie die Faust aufs Auge. Er sollte uns morgen helfen. Unser Weinstand. Wenn Otto nicht hilft, spart ihr mindestens 4 Flaschen. Aber ich kann ja helfen. Hey, prima. Was machst du denn hier? Ist das Zufall? Nein, ich habe Gunther eingeladen. Und nun sag bitte Anna Bescheid, wir wollen essen. Hm. Aber vorher möchte ich noch ein kleines Kompliment. Wie sehe ich aus? Wunderschön. Vielen Dank, das war eine wunderbare Idee. Und das machen wir jetzt jede Woche einmal. Schade, dass Ludwig nicht da sein kann. Der ist auf der Flucht. Wo ist der? Auf der Flucht. Er hat ein Gerücht in die Welt gesetzt. Frese hätte in diesem Jahr so miese Qualitäten, dass er versekten will. Daraufhin droht Frese mit einer Verleumdungsklage. Ludwig hat sich in ein Sanatorium zurückgezogen, bis sich die Wogen geglättet haben. Wenn Frese ihn wirklich verklagen will, dann hilft ihm auch ein Sanatorium nichts. Richtig. Die Schnapsidee stammt von Frau Büdinger. Und Ludwig ist darauf eingestiegen. Armer Ludwig. Mir scheint, der hat in letzter Zeit eine Pechsträhne gehabt. Immer mehr Winzer versuchen, selbst zu vermarkten. Und das macht sich im Handel bemerkbar. Ludwig hat sich sogar einen Anker abgeschminkt und ist jetzt zu Hause. Zur Freude von Frau Büdinger. Oh, da hat sie doch noch mehr Arbeit, wenn sie jetzt auch noch kochen muss. Na und? Sie liebt ihn. Ludwig kann sie noch so schlecht behandeln, sie liebt ihn. Da ist ja keine Arbeit zu viel. Macht sie sich Hoffnungen? Ein spätes Glück als Frau Zerfass? Möglich. Die Arme. Und du? Was? Hast du Petra wieder aufleben lassen? Aber das hat sich neulich mal so ergeben. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Noch eine Frau Zerfass? Heirat? Bin doch nicht bescheuert. Sagte der Bräutigam auf dem Weg zum Standesamt. Schmeckt der Lachs? Dann sag mir wenigstens, wie dir die Wohnung gefällt. Museum. Was? Lauter Antiquitäten. Ein Wunder, dass man auf diesen Stühlen überhaupt sitzen kann. Ludwig der 15. Bitte kein Wort mehr über Ludwig. Zu schön, dass wir alle gemütlich zusammen sind. Ein richtiges kleines Fest. Und ein großes Fest machen wir, wenn Martin kommt. Die Fassade. Bist du schon neugierig, wie sie aussieht? Ich müsste lügen. Alle Neugeborenen sehen gleich aus. Hast du eine Ahnung? Martin ist eine Schönheit. Sie sieht mir nämlich ähnlich. Mein Gott, das arme Kind. Doch, doch. Martin kann sehr stolz sein auf sein Kind. Kind? Wir wollen nicht vergessen, dass Martin 2 Kinder hat.
War heute etwas Besonderes im Büro? Eine größere Bestellung? Nein. Im Gegenteil. Im Gegenteil? Was heißt denn das? Ein Herr Hilferding aus Basel hat angerufen. Die Lieferung ist angekommen. Und er hat den Wein prüfen lassen. Na und? In der Schweiz ist der Zusatz von Sorbinsäure verboten. Und er schickt den Wein zurück. Sorbinsäure? Ich habe doch nicht mit Sorbinsäure abgefüllt. Das sagt aber sein Labor. Ich habe noch nie mit Sorbinsäure. Das macht doch heute kaum noch jemand. Dann ruf ihn an morgen und sag ihm das. Aber der Wein ist schon wieder auf der Bahn. Gib mir eine Flasche mit, ich untersuche das morgen bei uns. Das muss ein Irrtum sein. Also, es wird sich alles aufklären. Und zur Sicherheit schicken wir eine Probe ans Chemische Untersuchungsamt nach Trier. Hanna, ich habe gar keine Sorbinsäure im Keller. Da rufe ich sofort an. Aber erst nach dem Fasan. Du meinst doch nicht im Ernst, dass ich jetzt an Fasan denken kann? Er ist erst am Montag wieder zu erreichen. Ich habe mich gar nicht gemeldet. Wie viele Flaschen waren es denn? 5000. 87er Kabinett. Und du hast wirklich nicht. Nein, verdammt nochmal. Ah ja, das wird sich dann ja aufklären. Naja, und bis dahin ein ewiges Hin und Her. Und statt einer Überweisung auch noch die Frachtkosten. Nun komm wieder rauf, Michelle wartet mit dem Essen. Mir ist der Appetit vergangen. Dann verdirb mir doch nicht den Abend. Sie hat sich solche Mühe gemacht. Der Abend war ja sowieso schon. Was? Wir wollen nicht vergessen, dass Martin zwei Kinder hat. Ja, das wird sie dir wohl noch oft unter die Nase reiben. Gäste, Freunde, Wittlicher, es war im Jahre 1394. Da ist die Stadt Wittlich von dem Ritter von Ehrenburg belagert worden. Lange, und die Menschen hatten Durst und hatten Hunger. Und kurz vor Erstürmung der Stadt hatte der Nachtwächter noch eine Kontrolle zu gehen und stellte fest, dass zu einem Riegel ein Bolzen fehlte. Und in seiner Not steckte er eine Rübe, eine Rummel, wie die Wittlicher sagen, in die Öse. Und es kam die berühmt gewordene hungrige Sau, fraß die Rummel weg, das Tor sprang auf, der Feind kam rein und das Ergebnis war schrecklich. Und die Wittlicher taten an dem Tag einen heiligen Schwur, dass diese Sau, die gefangen wurde, auf dem Markt verbrannt wurde, in kleine Teile zerschnitten und aufgegessen, dass diese Sau zum Paten werden sollte für die Wittlicher Säubrennerkirmes. Und wer rechnen kann, kann sich ausrechnen von 1394 bis heute, was alles in der Zwischenzeit an Säulen sein Leben büßen musste wegen dieser einen verderblichen Sau. Angelika? Ja. Ich nehme an, Sie wollen Martin sprechen. Der ist nicht da. Ich weiß, die Kirmes in Wittlich. Nein, ich wollte Sie sprechen. Mich? Ja, natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Darf ich etwas anbieten?
Nein, danke. Darf ich Ihnen ein Kompliment machen? Kompliment? Ja. Was Sie aus dieser Wohnung gemacht haben? Einfach toll. Nicht ich. Wir haben etwas daraus gemacht. Allerdings mit der Hilfe meines Vaters. Ja, natürlich. Wie geht es Martin? Danke, gut. Und Ihnen? Sie hatten eine Frühgeburt. Woher wissen Sie das? Martin hat es mir erzählt. Ach. Er hat mich angerufen, weil er sich große Sorgen um sie gemacht hat. Das war nicht nötig. Das haben ihm doch die Ärzte gesagt. Er war trotzdem besorgt. Und weil ich doch auch gerade ein Baby bekommen habe. Ja, unsere Kinder haben denselben Vater. Ja. Und deshalb finde ich, dass wir miteinander reden sollten. Bitte? Danke. Sie haben finanzielle Sorgen. Nein, zum Glück nicht. Sie fragen nach dem Erbe. Martin ist ja der Vater. Ich habe den Vater beim Standesamt gar nicht angegeben. Warum sind Sie dann gekommen? Martin hat gesagt, dass er Alexander regelmäßig sehen möchte. Und dass Sie nichts dagegen hätten. Ja, das habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Vielleicht sollten Sie versuchen, ihm das auszureden. Warum? Er hat doch ein Recht, seinen Sohn zu sehen. Ja, das hat er. Aber? Martin und ich waren sehr glücklich miteinander. Und das wären wir wahrscheinlich heute noch, wenn er sie nicht kennengelernt hätte. Und Sie wissen das. Was wollen Sie damit sagen? Sie könnten den Verdacht haben, dass ich versuchen wollte, Martin zurückzugewinnen, wenn er bei uns ist. Wollen Sie das? Nein. Und ich möchte, dass Sie das wissen. Misstrauen ist der Anfang von Eifersucht. Ich könnte also gut verstehen, wenn Sie Martin bitten würden, uns nicht zu besuchen. Sie fahren sehr glücklich mit Martin. Und ich bin mit ihm sehr glücklich. Ich habe keine Angst. Dann ist ja gut. Alles paletti, ja. Schau mal da, Vater, Zerfas. Ludwig? Nein. Hanna, Martin und Gunther. Und neben ihm steht die Petra, die der Ludwig als Weinkönigin lassieren wollte. Hör mir auf mit Ludwig. Verklagst du ihn nun, Vater, oder nicht? Ob ich das nötig? Wenn Ludwig erfährt, was wir in diesem Jahr für eine Ernte haben werden, dann ist das Strafe genug. Kann ich das dem Gunther sagen? Wenn du willst. Hallo, Gunther. Mathilde, ich hätte dich ja fast nicht wiedererkannt. Ja, mein Zopf ist ab. Der hängt jetzt bei mir zu Hause über dem Bett. Nur an die blöden Kontaktlinsen muss ich mich erst noch gewöhnen. Du machst also die Weinkönigin? Nein, habe ich das nötig? Ach, ihr könnt dem Ludwig übrigens bestellen, dass er ruhig wieder zurückkommen kann. Zurückkommen? Na, der ist doch abgehauen aus lauter Angst, dass mein Vater ihn verklagt. Wer sagt das? Ja, das pfeifen doch die Spatzen von den Dächern. Aber mein Vater denkt gar nicht daran, ihn zu verklagen. Wir können also das Kriegsbeil zwischen Zerfas und Frese begraben. Na? Darauf ein Schluck Wein? Danke, aber ich will meinen Vater nicht so lange warten lassen. Ach, wisst ihr übrigens, was ein Kurschatten ist? Kurschatten? Nö. Der Ludwig hat sich einen angelacht. Woher weißt du das? Woher? An der Mosel weiß doch jeder vom anderen alles. Du nicht? Kurschatten? Sind Alleinstehende, die sich während der Kur um Alleinstehende kümmern. Du schläfst doch nicht? Nein, nein. Ja, es ist doch schon. Ja, ich weiß. Geht's dir nicht gut? Doch, alles in Ordnung.
Und wie war's? Der übliche Rummel. Aber wir haben guten Umsatz gemacht. Petra war eine große Hilfe. Und was war hier? Ich habe auch guten Umsatz gemacht. Oh, Weinprobe? Nein, am Telefon. Er Hilferding aus Basel hat dann gerufen. Es tat ihm sehr leid und dann Wein an keine Sorbinsäure. Natürlich nicht. Aber was hat er doch behauptet? Ja, aber es hat einen Wechsel gegeben. Wechsel? Das Geld sollte doch überwiesen werden. Nein, nicht wechseln. Die Flaschen sind gewechselt worden. Du meinst verwechselt. Es hat eine Verwechslung gegeben. Ja, und du sollst sofort den Wein zurückschicken. Na, Gott sei Dank. Bleiben wir immer noch auf den Frachtkosten sitzen? Nein, denn ich habe ihm erklärt, dass das Ganze sein Fehler ist und dass er die Fracht bezahlen muss. Und das will er tun. Oh, sehr tüchtig. Du hast eine Belohnung verdient. Mhm. Mhm. Danke. Außerdem hatte ich Besuch. Von wem? Von Angelika. Angelika? Was wollte sie denn? Sie sagte, es wäre besser, wenn du sie und Alexander nicht besuchst, obwohl sie nicht die Absicht hat, dich zurückzugewinnen. Dafür war ich sehr dankbar und ich habe ihr ein Glas Champagner angeboten. Ja, aber entschuldige mal. Zieh dich aus, putz dir die Zähne, leg dich zu mir und dann erzähle ich dir alles. Ja, aber... Nun marsch schon und komm schnell wieder. Bitte? Ein Gasthaus? Ja, der Anker war lange Zeit mein Stammlokal. Sie haben sehr nette Zimmer, bis wir das Passende gefunden haben, ja? Aber du hast doch gesagt, du hast ein großes Haus. Ja, natürlich, aber... Man sollte doch nicht überstürzen. Nun komm schon, ja? Guten Morgen, Anneliese. Frau Wendel nicht da? Nein, aber der Herr Wendel ist in der Küche. Ah ja, gut. Bitte, einen Augenblick. Muss ich dir noch erklären, dass man das so macht? Morgen, Herr Wendler. Sie sollten sich am frühen Morgen nicht schon so ärgern. Herr Zerfass, wir haben uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Na ja, ich habe mir eine Erholung gegönnt. War ja auch schon fällig, ne? Ihre Frau ist nicht da. Monika ist beim Arzt. Doch hoffentlich nichts Ernstes. Wie man es nimmt. Möglicherweise bin ich demnächst nicht mehr der Einzige, der hier mit dem Bauch rumläuft. Na, Sie wollen doch nicht damit sagen. Richtig, wir haben den dringenden Verdacht. Und wieso weiß ich nichts davon? Hm? Weil Sie in letzter Zeit fremdgegangen sind. Na ja, Frau Pöllinger, nicht? Jetzt, wo der Gunther bei mir wohnt, sie hat sich's einfach nicht nehmen lassen, uns zu bekochen. Aber ich sehe, Sie haben es überlebt. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich brauche ein Zimmer. Ich kann aber nicht sagen, für wie lange. Einzel oder Doppel? Einzel. Das heißt, naja, mit Ihnen kann ich ja offen reden. Ja. Es handelt sich um eine Dame, um die ich mich etwas kümmern muss. Hm? Die ist alleinstehend, Sie verstehen. Also, Doppel. Richtig. Ich werde bei Gelegenheit mal bei ihr vorbeikommen. Und da möchte ich, dass das unter uns bleibt. Wir sind das verschwiegenste Haus am Platze. Sehr gut, ja. Ja. Tja, Frau Büdinger, ich bin wieder da. Und somit beginnt wieder der Ernst des Lebens. Ach ja, darf ich bekannt machen? Das ist Frau Büdinger, die Stütze des Unternehmens, und Frau Reichardt. Angenehm. Angenehm. Und hier ist mein Büro.
Bitte, nur Platz zu nehmen. Später zeige ich dann den ganzen Betrieb. Einen Augenblick. Und hier? Ach, Sie sehen wunderbar erholt aus, Herr Zerfass. Ja, vielen Dank. War ja Ihre Idee. Aber ich bitte Sie. Und Sie haben sich hoffentlich auch erholt während meiner Abwesenheit. Ich habe einiges aufarbeiten können. Ja, da sind wir beim Thema. Wie bitte? Sie sagten aufarbeiten. Mit anderen Worten, Sie haben zu viel Arbeit. Besser zu viel als zu wenig Arbeit. Die Hauptsache, das Betriebsklima stimmt. Sagen Sie das nicht. Ich meine, zu viel Arbeit ist, wir werden alle älter. Man muss auch mal an seine Gesundheit denken. Das haben Sie mir doch beigebracht. Was meinen Sie damit? Ich meine, dass Sie Hilfe brauchen. Hilfe? Ja. Sie schmeißen hier das ganze Büro, machen meinen Haushalt, besorgen die Küche. Also, ich finde, das ist für eine Person zu viel. Wollen Sie damit sagen, dass Sie unzufrieden sind? Aber natürlich nicht. Ich will nur nicht, dass Sie mir eines Tages zusammenklappen. Da habe ich mir halt gedacht... Ja? Frau Reichert, die ist gelernte Buchhalterin. Und ich habe sie in Johannisthal kennengelernt und sie interessiert sich sehr für den Weinhandel. Wollen Sie damit sagen? Ja. Ich habe Frau Reichert angestellt zu Ihrer Unterstützung. Die werden Sie einarbeiten und haben dann endlich auch mal ein bisschen mehr Zeit für sich. Na? Na, sagen Sie doch ein Wort. Ist doch eine großartige Idee. Aber ich kenne doch Ihre Finanzlage. Ich hatte gedacht, Sie würden Entlassungen vornehmen und stattdessen... Ach, was heißt hier Finanzlage? Engpässe gibt es doch überall. Ja, und wo soll sie sitzen? Denn hier... Ja, sie haben vollkommen recht. Hier ist kein Platz. Aber bei mir. Wir stellen einfach noch einen Schreibtisch rein. Ich überlasse das alles Ihnen. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. So, Frau Büdinger habe ich informiert. Sie freut sich auf die Zusammenarbeit. Und jetzt wollen wir uns den Betrieb weiter anschauen. Und dann lasse ich die Damen allein. Frau Büdinger kann inzwischen alle Bücher zurechtlegen. Sie kennt mein Geschäft besser als ich. Ich freue mich auch, Frau Büdinger. Und wir gehen als nächstes in die... Sie kann ich zurückrufen? Bis gleich. Und hier haben wir den hoffnungsvollen Spross unserer Familie. Gunther Zerfass. Ja, er ist der jüngste Sohn meines verstorbenen Bruders. Guten Tag. Guten Tag. Wenn er sich gut führt und weiterhin fleißig ist. Ich selbst habe keine Kinder. Gunther wird mein Erbe. Ich gratuliere. Dann sind Sie ja direkt eine Partie. Ja, dann muss er sich erst mal die Hörner gründlich abstoßen. Ne? Übrigens, das ist Frau Reichert. Wir haben uns in Johannisthal kennengelernt. Unsere neue Buchhalterin. Wie bitte? Ja, dieses pausenlose Gestöhne von der Frau Büdinger, das ist mir schon lange auf die Nerven gegangen, ja? Und Frau Reichert kann ihr jetzt Arbeit abnehmen. Weiß sie das schon? Die Frau Büdinger? Natürlich, ich habe die Dame bekannt gemacht und Frau Büdinger war sehr dankbar. So? Ja. Sie sind dankbar? Was? Mein Onkel sagt, Sie sind dankbar für die neue Mitarbeiterin. Kein Wort habe ich gesagt. Mir hat sie Sprache verschlagen. Das kann ich mir vorstellen. Sie soll mein Zimmer kriegen und ich soll beim Chef mit rein. Das hat er gesagt? Ja. Ich soll beim Chef nur einen Schreibtisch reinstellen, weil es hier für zwei zu eng ist. Ja. Aber an dem neuen Tisch wird die neue Dame sitzen. Falls sie nicht gerade aus einem Schoß sitzt. Was? Menschenskind, kapieren Sie denn nicht? Frau Reichert ist Ludwigs Kurschatten. Dem bis hierher gefolgt ist und ihn wahrscheinlich nie mehr aus den Klauen lässt. Sie machte so eine dämliche Bemerkung, als Ludwig sagte, dass ich sein Erbe bin. Du meinst? Na, was denn sonst? Ja, aber ich soll sie doch einarbeiten und ihr die Bücher zeigen. Ja, dann tun Sie das mal. Und in Zukunft wird wieder angeklopft.
wenn man zum Chef will. Nein, das gefällt mir alles sehr. Tja, dann werde ich mich mal mit Frau Büdinger an die Arbeit machen. Sehr gut. Das heißt, ja? Ich habe Hunger. Nach diesem furchtbaren Diätfraß in Johannisthal habe ich einen Vorschlag. Wir fahren in den Anker zurück und essen mal was Richtiges. Du sollst mich doch nicht so verwöhnen. Da fällt mir ein. Ja? Glaubst du, wir könnten hier im Betrieb per Sie verkehren. Ich verkehre, wie Sie wollen. Frau Büdinger ist zwar naiv, aber ich glaube, es wäre doch besser, wenn... Ich sage ihr rasch Bescheid und du wartest dann wach. Wie Sie wünschen. Büdinger! Gunther? Wo ist denn die Frau Büdinger? Die ist mal rasch zum Arzt. Zum Arzt? Ja, sie fühlt sich nicht gut und will sich was verschreiben lassen. Fühlt sich nicht gut? Ist ja ganz neu. Ganz neu ist auch, dass du ihr deine Schnecke vor die Nase setzt. Meine was? Frau Reichardt, dein Kurschatten. Also ich verbiete mir diese Unterstellung. Frau Reichert ist Buchhalterin und ich habe sie angestellt, damit Frau Büdinger... Weniger Arbeit hat, das sagtest du ja bereits. Und in Anbetracht der neuen Lage leistet sie sich einen Arztbesuch, der schon lange fällig war. Ich esse heute wieder mal im Anker. Und nachher möchte ich mit dir über England sprechen. England? Ja. Dort ist doch nächste Woche die Deutsche Weinmesse. Da gibt es noch einiges zu besprechen. Bis nachher. Und hier sieht man, wie Martin zum ersten Mal sein Kind auf dem Arm halten kann. Das war natürlich nur im Krankenhaus, aber nur für eine Minute. Aber natürlich nur mit Kittel und Maske. Martin muss gedacht haben, ich bin irgendein Arzt. Martin hat nur gedacht, wann darf ich endlich nach Hause? Und das habe ich heute früh aufgenommen. Michelle misstraut meiner Fahrkunst. Weil er viel zu aufgeregt war. Außerdem heißt er wie Martin und Martin. Ich wollte also, dass Martin das Kind hält. Und hier sind wir jetzt schon zu Hause. So, und jetzt aussteigen. Und hier sieht man, dass man nicht sieht, wie schön Moselbrück ist, weil sie schläft. Schläft sie. So, und jetzt reinkommen. Das ist unser Schlafzimmer. Das ist deine Wiege. Ja.
bitte? Ja, ich bin's, Frau Büdinger. Haben Sie denn mein Klopfen nicht gehört? Nein, ich muss wohl geschlafen haben. Also, wer diesen Schlachtenlärm schlafen kann, der muss eigentlich ziemlich gesund sein. Oder ziemlich erschöpft. Ich habe Ihre Krankmeldung vorgefunden. Ich wollte nur fragen, ob Sie vielleicht was brauchen. Vielen Dank. Aber ich war schon in der Apotheke. Naja, aber Sie müssen doch etwas essen. Vielleicht morgen. Zunächst brauche ich nur Ruhe, sagt Dr. Fütting. Deshalb der Lärm. Ich wollte nur die Wetterkarte sehen. Und dabei muss ich wohl eingeschlafen sein. Ja, aber Sie liegen doch im Bett. Wozu brauchen Sie die Wetterkarte? Ja, mein Zustand kann ja mit dem Wetterumschwung zu tun haben. Sind Sie sicher, dass Ihr Zustand nichts mit Frau Reichert zu tun hat? Die letzten Monate. Und wo Sie jetzt auch noch weg waren. Das war wohl einfach zu viel. Ja, aber Sie haben mich doch weggeschickt. Ja, ich habe mich überschätzt. Ausgerechnet jetzt, wo ich nach London muss. Sie haben doch Frau Reichert. Und den Gunther. Da können Sie doch beruhigt fahren. Also, wenn Sie was brauchen, rufen Sie an. Vielen Dank, Herr Zerfers. In 2 Wochen ist wieder alles beim Alten. Und jetzt zu mir schauen. Und anstoßen. Gratuliere, Michelle, das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt wird Martin jede Woche gefilmt, damit man sieht, wie sie größer wird. Davon mache ich eine Kopie und schicke sie meinem Vater. Hat er dir deswegen die Kamera geschenkt? Nein, die habe ich mir gewünscht. Ich hoffe, dass dein Vater uns recht bald besucht. Das macht er sofort, wenn er aus Japan zurückkommt. Falls er dann nicht gleich wieder... Michelle? Ja? Man soll ein Baby ruhig auch mal weinen lassen. Die Erziehung beginnt am ersten Tag. Oh. Ich nehme an, das hat Angelika gesagt. Zwischen Alexander und Martin gibt es einen Unterschied. Martin ist zu früh auf die Welt gekommen. Tja. Mein Gott, Zerfers. Martin? Ja, ich bin's. Ich habe versucht, Hanna zu erreichen. Und ich wollte fragen, ob sie vielleicht bei euch ist. Ja, ja, danke. Hanna? Für dich. Ludwig. Hallo, Ludwig. Ich bin oben bei den Kindern. Wir feiern die Ankunft von Martin. Ja, bei mir gibt's leider nichts zu feiern. Aber ich habe eine Bitte an dich. Könntest du morgen Mittag mal zu mir ins Büro kommen? Na nu, ist was passiert? Ich möchte hier am Telefon nichts sagen. Vor allem nicht, wo ihr so schön feiert. Ich habe gar nicht gewusst, dass du schon zurück bist. Ist was mit Gunther? Nein, mit dem ist alles in Ordnung. Aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten und dazu brauche ich meine Unterlagen. Und die sind im Büro. Es wird nicht lange dauern. Sagen wir 12:30? Ja. Anschließend lade ich dich dann in den Anker ein, mit uns zu essen. Also gut, 12:30. Was wollte er denn? Mit mir sprechen. Ich könnte ihm einen Gefallen tun. Alles in Ordnung.
Möchtest du sie halten? Fängt sie gleich wieder an. Martin liebt dich doch auch. Genau wie ich. Büdinger nicht da? Frau Büdinger ist krank. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin Hanna Zerfass. Mein Schwager wollte mich sprechen. Frau Zerfass, ja natürlich. Bitte kommen Sie. Herr Zerfass, Ihre Schwägerin. Hannachen, schön, dass du gekommen bist. Bitte. Danke. Ich brauche Sie jetzt nicht, Frau Reichert. Dankeschön. Frau Büdinger ist krank. Was hat sie denn? Allgemeiner Erschöpfungszustand. 2 Wochen. Und wo hast du so schnell Ersatz gefunden und dazu noch so einen attraktiven? Frau Reichert habe ich in Johannisthal kennengelernt. Sie ist gelernte Buchhalterin und war zur Kur. Genau wie ich. Ach, die ist das. Was heißt ach, die? Dein Kurschatten. Kurschatten? Gunther hat schon genauso blöd dahergeredet. Ich möchte nur wissen, woher er das hat. Das kann ich dir sagen. Auf der Säubrennerkirmes in Wittlich hat Mathilde Frese geäußert, du hättest einen Kurschatten. No. Also Frau Reichert ist eine sehr tüchtige Person. Das hoffe ich. Was? Dass sie tüchtig ist. Frau Büdinger ist doch nicht so leicht zu ersetzen. Wer redet denn hier von ersetzen? Aber ich hatte schon lange das Gefühl, dass Frau Büdinger überfordert ist. Und dass sie jetzt krank ist, beweist ja, dass ich recht hatte. Ist sie nun krank geworden, weil Frau Reichert gekommen ist oder obwohl Frau Reichert gekommen ist? Also, Hanna, ich habe jetzt für diese Mätzchen keine Zeit, ja? Nächste Woche beginnt die Deutsche Weinmesse in London. Und da müsste ich eigentlich hin. Was heißt, du müsstest? Ich kann nicht. Frau Büdinger ist krank, Frau Reichert ist noch nicht eingearbeitet und Gunther möchte ich diese Verantwortung noch nicht übertragen. Was möchtest du also? Ich wollte dich fragen, ob du nicht für mich fahren kannst. Ich? Ja, ich habe da seit Jahren meinen Stand. Und wenn ich da nicht vertreten bin, die Leute werden denken, mich gibt es überhaupt nicht mehr und wandern ab. Das kann ich doch gar nicht. Warum denn nicht? Du heißt doch auch Zerfass. Du kennst meine Angebote. Und eure Weine sind auch dabei. Hanna, ich brauche deine Hilfe. Mir geht es geschäftlich ziemlich dreckig. Ach, deswegen die Neueinstellung. Ach, Frau Reichert arbeitet unter Tarif. Das macht sie alles mir zuliebe. Also doch. Was? Dir zuliebe. Also gut. Zwischen uns ist noch etwas mehr als nur... Die Buchhaltung. Ja. Ludwig, ich freue mich für dich. Das Leben sollte nicht nur aus Arbeit bestehen. Ja. Und dein Leben? Qu'allez-vous faire en Angleterre? Fine, London. C'est pour votre société? Ah. Non, non, merci. C'est l'Europe. Allez-y. Merci, au revoir. Au revoir.
Einen Moment bitte. Herr Zerfass. Meinen Glückwunsch. Glückwunsch? Ja, man hat mir gesagt, dass Sie Nachwuchs erwarten. Tja, das war Fehlanzeige. Oh. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Das ist gut, ja. Sie haben einen Tisch weggegeben. Ich dachte nicht, dass Sie heute noch kommen. Aber natürlich komme ich. Sie haben mich sogar in Schale geworfen. Ja, aber... Naja, das macht nichts. Vielleicht können wir uns erst mal irgendwo mit dran setzen. Wir? Ja, natürlich. Frau Reichert und ich. Aber Frau Reichert ist doch... Was ist sie? Frau Reichert ist doch vorhin abgereist. Abgereist? Ja. Und ich habe noch ein Taxi bestellt. Ein Taxi? Wohin? Ich nehme an, zum Bahnhof. Das Zimmer hat sie jedenfalls aufgegeben und die Rechnung soll ich Ihnen schicken. Hat sie keine Nachricht hinterlassen? Nein. Ich dachte, Sie wüssten Bescheid. Wir haben uns beim Büro verabschiedet. Wie immer. Das heißt, ich habe ihr ein kleines Festessen versprochen. Ich wollte ihr... Ja? Eine Eröffnung machen. Ach bitte, Frau Wendel, kommen Sie doch einmal zu. Ja, ich komme. Tut mir leid, aber... Ja, schon gut. Oder am besten, ich gehe nach Hause. Herr Zerfass, es dürfte besser sein, wenn Sie jetzt nicht alleine bleiben. Auf jeden Fall bekommen Sie jetzt erst mal Ihren Wein. Hm? Ja. Na, Herr Zerfass, Monika sagt, Sie wollen uns ein bisschen Gesellschaft leisten. Einfach abgefahren. Ohne ein Wort zu sagen. Falls Sie nach den Kalkfelsen von Dover Ausschau halten, dann müssen Sie noch etwas warten. Und voraus und nicht achtern. Vielen Dank. Sie reisen allein? Woher wissen Sie denn, dass ich Deutsche bin? Was sagt mir mein siebter Sinn? Gratuliere. Wenn Sie im Orient in den Bazar gehen, können Sie feststellen, dass die Händler alle Touristen in der richtigen Sprache anreden. Sie sehen gar nicht wie ein Orientale aus. Gratuliere. Auch Sie haben Menschenkenntnis. Fahren Sie in Urlaub? Geschäftsreise. Haben Sie auch Flugangst? Nein, warum? Die meisten Geschäftsreisenden fliegen. Ich habe den ganzen Kofferraum voller Wein. Keep Britain dry. Was? England ist angeblich trocken und so sollte es auch bleiben. Ich habe vor, England unter Wein zu setzen. Morgen ist die deutsche Weinmesse im Interconti. Sind Sie Weinhändler? Darin. Ja, das kann man so nennen. Und in welcher Angelegenheit sind Sie unterwegs? Nicht Weinhandel, sondern Buchhandel. Ich besuche meinen englischen Verleger. Und da ich tatsächlich unter Flugangst leide, reise ich per Auto und Schiff. Also sind Sie Autor? Ja. Krimis? Nein. Romane? Nein. Dramatiker? Nein. Sondern? Ich könnte zum Beispiel über Wein schreiben, das fehlte noch in meiner Sammlung. Und was haben Sie schon alles in Ihrer Sammlung? Zum Beispiel Pinguine. Ach, dann schreiben Sie Tierbücher. Oder Indianer. Dann sind Sie Karl May. Oder Eskimos. Ich habe lange Zeit unter den Eskimos gelebt. Sagen Sie, stimmt das, dass die Eskimos dem Gast ihre Frauen anbieten? Also mir nicht, tut mir leid. Ich interessiere mich mehr für Ihre Instrumente. Fallen und Harpunen. Musikinstrumente. Leider haben Sie nur ein einziges. Die Rahmen- oder Schamanentrommel. Das ist ja hochinteressant. Eines meiner Bücher behandelt Musikinstrumente im Mittelalter.
Sie machen aber überhaupt nicht den Eindruck, dass Sie im Mittelalter leben. Computer, Ausrufezeichen. Na und? Fragezeichen. Wie bitte? Mein erfolgreichstes Buch. Ich bin Sachbuchautor. Und an welcher Sache arbeiten Sie zurzeit? Ich habe ein Jahr in Neuseeland gelebt. Und jetzt versuche ich meinen Verleger davon zu überzeugen, dass es da nicht bloß Schafe gibt. Fahren Sie oft nach London? Heute zum ersten Mal. Sie waren noch nie in England? Nein. Vielleicht brauchen Sie eine sachgemäße Führung. Vielen Dank. Ich habe einen Stadtplan. Und der Linksverkehr? Bitte? In England herrscht Linksverkehr. Das ist mir bekannt. Aber wir Frauen fahren ja grundsätzlich auf der falschen Seite, nicht wahr? Ich gehöre nicht zu den Männern, die behaupten, die Frauen könnten nicht Auto fahren. Das macht Sie sehr sympathisch. Ja, aber wenn man den Linksverkehr nicht gewohnt ist, ich könnte vor Ihnen herfahren. Woher wissen Sie denn, wo ich hin will? Ja, das sagten Sie bereits im Interconti. Ach, ins Interconti, nein, da ist nur die Messe. Ich wohne sehr bescheiden. Und wo? So fragt man Leute aus. Na gut, dann überlassen wir es eben dem Zufall. Was? Ob wir uns in London vielleicht wiedersehen.